Oleg, es fährt an. Was? Es fährt an. Was, jetzt schon? Ja klar, es fährt, hast du nicht gehört, es hat geläutet. Nein, du hast gesagt, der Urs Hans schnurri die erste Stunde lang. Nein, der Urs Hans redet sonst immer so viel, heute nicht. Jetzt komm. Aha, aha. Gut, also wir fahren an. Wir sind der Trichler, ich bin noch gar nicht parat. Wir fahren an. Ich bin parat. Was soll das? Hä? Was soll das? Ja, du hast gesagt, ich soll ihnen zuerst ein bisschen Angst machen. Nein, sag! No, das machst du jetzt so, dann machen sie nachher alles mit, musst schauen. Ja, sicher nicht hier. Hä? Das sind Leute, die selber denken. Was? Das sind solche, die selber denken. Der Urs Hans so? Ja, klar. Du hast das weg. Du hast das weg. Ah, gut, also. Wir fangen gerade an. Excuse, noch schnell, ich was muss noch ganz noch? Eine kleine Sicherheitsansage machen. Hat mir das BAG heute Morgen extra angerufen. Ich soll das sagen, wenn jetzt jemand vergessen hat, nach dem Nacht die Hände zu desinfizieren. Ganz wichtig, also einfach die Hand aufhören. Ich kann mit dem relativ zielgenau so spritzen. Nein, spinnst! Kannst du nicht mit dem Desinfektionsmittel gegen die Leute spritzen? Nein, ich habe Zwetschgeschnaps drin. Es hat auch noch ein paar Kinder da. Kind? Ja. Aus Nein! Ich darf keinen Alkohol ja, also. Ah, gut. Also, ich stelle es daher, genau. Also. Excuse, und noch ganz wichtig, habe ich heute Morgen von China bekommen. Das brauchen sie jetzt für jeden öffentlichen Anlass. Das kommt aus der Schweiz, habe ich extra mitbekommen. Das sind die neuen Fiebermesser. Sei. Wenn der Leim schmilzt, hast du Fieber. Nein, sei. Ja. Jetzt tust du das weg. Habe ich letzte Woche ausprobiert, hat er keinen abgebracht. Jetzt tust du das weg. Ja. Gut. Machst du ein bisschen Musik, das heisst gerne hier auf dem Land. Gut, ja. Wir fangen an. Kannst du anfangen? Du machst Stress herauf. Wir fangen an. Sie warten. Ja, schön. Gut. Ist gut, mach keinen Stress. Gut, wir fangen. Jetzt passt doch auf. Das Glöckchen. Ja, ich hab's gesehen. Kannst du mir schnell das Glöckchen bringen? Du mit der Nase, genau, ja. Messi, wie heisst du? Hans, grossen Applaus für Hans! Jetzt tust du den Vorhang her und dann fahren wir an. Wir fahren gerade an. Wir sind schon etwas zu spät. Ja, wenn der Hans mir das Glöckchen bringt. Gut, wir fahren an. Gut. Hans, das Glöckchen bitte. Jetzt machst du ein bisschen. Ich kann nichts dafür, wenn der Hans so lamäschelt, Mann. Wir haben Zeit, weisst du, Hans. Merci vielmals, übrigens der Bruder von Urs. Nein, jetzt tust du den Vorhang. Gut, wir fangen an. Machst ein bisschen. Du machst Stress, hör auf! Gut, wir fangen an. Oh, die schöne Fahne da. Kannst. Ja, du machst Stress, hör auf! Hans. Jetzt hörst du auf mit dem Seich. Hä? Ja, der Hans hat angefangen, nicht ich. Der Hans ist übrigens Sozialpädagog. Merci, noch einmal auf die andere Seite. Nein! Hans will spielen. Wir sind nicht da zum Spielen. Wir sind nicht da zum Spielen. Jetzt lass mich Hans, raus. Nein! Lass mich rein. Oh, ja. Merci, ja, danke. Gut. Jetzt hat fast niemand gemerkt, dass ich auf die Bühne gekommen bin. Es ist wirklich schnell gegangen für hier im Thurgau. Nein! Was? Es ist nicht Thurgau. Das Döstal gehört zum Kanton Aargau. Egal, jetzt bei uns im Kanton Bern, da klatschen die Leute immer und schreien, wenn ich durch den Vorhang reinkomme. Kein Problem, ich gehe noch einmal rauskommen, dann
komme nachher wieder rein, könnt ihr ganz spontan in die Hände klatschen. Ja, komm nochmal. Sie haben es nicht gemerkt. Ich habe gesagt, das funktioniert im Aargau nicht. Wir machen es nochmal. Gut. Wir machen es nochmal. Ja. Sie sind bereit. Das warte. Komm. Merci vielmals. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße dich recht herzlich hier zu dieser Informationsveranstaltung. Wegen der befürchteten Humormangellage, die gerade weltweit herrscht, hat ja die WHO eine neue Verordnung erlassen. Und zwar, dass an jedem seriösen Anlass, und der Anlass zählt zu den seriösen Anlässen, mindestens ein Viertel humoristisch, poetisch, künstlerisch muss sein. Darum hat das BAG gerade sofort interveniert und uns engagiert, weil sie die Verordnung gerade, auch wenn es erst empfällig ist, einfach mustergültig umsetzen wollen. Darum sind wir heute hier, um die Stimmung ein bisschen oben zu behalten. Am Anfang würden wir gerade ein bisschen einheizen, so ein bisschen anheizen. Darum wird es gerade schnell ein bisschen heiss. Oleg, würde ich schnell kurz etwas sagen wegen der Sicherheitsmassnahmen hier in diesem Saal. Oleg, sagst du es gut? Gut, danke. Merci vielmals. Dankeschön. Danke, Herr Töstal. Gut, sehr verehrte Damen und Herren. Liebe Kinder! Attention, attention, attention! Sag's noch auf Deutsch. Achtung, Achtung, Achtung. Und das heisst es nicht mehr mit Feuer. Ihr habt richtig gehört, mit Feuer ist gefährlich, aber brennt, wo du weisst, heiss. Müsst jetzt gar keine Angst haben. Wir haben es schon tausendmal gemacht. Es ist ja schon einmal gelungen. Das war ein Witzchen. Ich habe gesagt, seriös. Ja! Gut, ich habe das mit dem Feuerwehrkommandant vom Töstal abgesprochen, wenn hier etwas wäre. Die kommen innerhalb von einer halben Stunde. Sie sind gerade zurückgekommen am Jassen. Wegen der Notausgänge. Ich habe das organisiert, die erste Reihe mit dem Hans. Ihr kommt dann bei uns, wir gehen da hinten raus. Ja. Und wir gehen voraus. Genau. Die hintersten zwei Reihen, die würden dort hinten raus. Und für die in der Mitte und der Seite, für euch, viel Glück. Das ist nur ein Feuer. Auch gut zum Desinfizieren. Die Stimmung jetzt so behalten. Ich möchte, bevor es jetzt richtig anfängt, einfach die Stimmung so behalten. Es hat ein paar Kinder noch schnell sagen. Ich habe gerade gesehen, die Augen sind gross geworden, wo das Feuer gekommen ist. Ich würde sagen, das ist wirklich gefährlich. Habe ich lange geübt, machen das ja nicht daheim, gell? Machen Sie Schule! Es war ein Witzchen! Jetzt hörst du auf mit diesen Witzchen! Du musst schauen, morgen brennt es das da. Ja, ist ja gut. Es geht gerade richtig los mit dem Organisator. Ich gebe das Wort gerade am Urs Hans. Wenn er nicht da ist, gebe ich es am Hans. Der Urs Hans. Ah, ist gerade am Apero dort. Ja, ja, genau, schon am Apero. Schon am Apero. Gut. Gut, wir haben Zeit, Hans, gell? Ja. Kein Problem. Ja, ja, ja. Jetzt musst du schnell überbrücken. Mach. Mach.
das Zauberkunst. Ich mache schnell einen extremen Zaubertrick noch, bis der Urs Hans hier ist. Achtung, ein Tüchli. Was? Auf dieser Seite hier nichts. Hast du es gut? Auf der anderen Seite auch nichts. Achtung! Was? Ist extrem. Hopp! Kommst du zur Sache? Ja! Nein! Los Applaus für den Urs Hans! Los schnell rein! Herzlichen Dank! Ihr seid genial! Das haben wir genau gebraucht! Sie haben gesagt,